Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Update-Video. Und zwar kam gestern das Update von den MRN New Line City hier in OMSI mit ganz vielen Neuigkeiten, Patches, Umstellungen. Ja, wir haben jetzt das erste, was direkt auffällt bei den Fahrzeugen, jetzt Außenschiebetüren und haben bei der anderen Version die Außenschwenktür. Wir haben jetzt mal diese Version genommen, das ist die 18 Meter Version, die kennen wir ja. Ich kann ja mal kurz anteasern, was alles so neu gemacht worden ist. Es ist definitiv eine Menge, es ist jetzt auch die Version 1.10. Wir haben Deckenverkleidung, schaut nicht mehr durch, Kühlergitter durch und so ein Zeug, also... Ja, es sieht einfach alles insgesamt wesentlich besser aus. Wir können uns ja mal das Dashboard angucken, auch das ist komplett alles neu texturiert. Das sieht doch alles viel besser aus hier. Neue Innenbeleuchtung. Also es wurde alles neu, also verbessert auf jeden Fall. Auch hier, die ganzen Texturen sehen anders aus. Wir haben jetzt auch nicht bei den Atron AFR4 drin. Wir haben jetzt den von Batteriegelstoff auf den Drucker. Das Ganze sieht es halt so aus, kennt man. Ja, was haben wir noch so für Kleinigkeiten? Eigentlich ganz viele Patches. Ja, also es ist halt eine ganze Menge. Das müsst ihr euch mal selber angucken auf jeden Fall. Ich will das nicht alles hier durchlesen, weil es ist eine ganze Menge, wie gesagt. Wir haben neue Sounds, Startjob, Automatic Soundboard auch neu gemacht. Ja, auch das haben wir, wie gesagt, neu. Da haben wir auch hier eine Türflügelsperre dafür. Also alles so eine Spielereien, ne? Genau, wir sind mal auf Grundorf hier unterwegs, auf entspannt. So. So. Ja, wir fahren jetzt einfach mal über Rot. Auch die Spiegel rendern nicht was nach, auch die laufen jetzt endlich flüssig. Was schon mal sehr cool ist. Weil das war ja auch ein großes Problem gewesen, definitiv. Ja, also ich finde es eigentlich schön gemacht. Also, irgendwann war es ein cooles Fahrzeug. Und dass sie jetzt halt so ein Update rausgebracht haben, gut, das war angesagt, aber finde ich schon echt cool. Auch der Regensensor geht da jetzt irgendwie, ja, die haben auf jeden Fall alles gemacht. Können wir ein bisschen mal das Fenster aufmachen hier. So, ein bisschen was hört. Ja, ansonsten echt cool geworden, ne? Oh, komm mal nicht mehr. Ja, wir können auch übrigens die Spiegel einstellen jetzt hier. Hier drüber. Das geht auch. Ja. Aber was wie gesagt positiv auffällt, ist halt dieses Dashboard, dass es komplett neu gemacht haben so. Oder alles neu texturiert haben. Warum die das Ganze, also wie es beschrieben ist, entbvg-tisiert ist, also sprich, dass es im Endeffekt keine Berliner Variante mehr ist, ist eine gute Frage. Ich denke mal eher, weil keine Lizenzen mehr da sind. Das wird, denke ich mal, eher das Problem sein. Ja, naja.
So, gucken wir mal gleich, wie der im Kickdown schaltet. Ob jetzt einmal zügiger schaltet oder ob der immer noch so lahmarschig ist wie vorher. Ja. So. Ja, eigentlich noch so wie vorher. Ja, aber egal. Ist ja trotzdem in Ordnung, ne? Ja, sieht doch relativ in Ordnung aus, ne? Wir können auch übrigens Tageskilometer wohl auch uns anschauen oder irgendwie ist da was. Ja, muss man sich mal einfach alles angucken, was dann Phase ist, ne? Oh, es ist da gerade irgendeine Lüftung eingegangen. Auch das ist neu. Gut, danke. So, jetzt kommen wir mal rein, wie der neue Sound jetzt nun ist. Achso. Ah, jetzt.
Ja. Ja, das haben die auch irgendwie da hinzugefügt. Ja, würde ich sagen, was ist von diesem kurzen Info-Let's Play-Update, wie auch immer? Lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.